Leute, ich habe es getan. Ich habe mir einen FIFA 23 Account für 630 Euro gekauft. Ey, ich glaube, das war die dümmste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Was geht ab, Leute? Denkst du noch mal am Start? Und wie ihr gerade schon gehört habt, habe ich mir einfach mal einen eBay FIFA Account gekauft. Komplett witzig. Ich habe hier direkt mal den Beweis rausgeholt, falls ihr mir wieder hier nicht glaubt, ihr Paul Berger. Hier steht es, sie haben eine Zahlung über 633,99 Euro an eBay autorisiert. Leute, das ist einfach mein Format. Ich habe das damals schon in Fortnite gebracht, vor 4-5 Jahren. Geisteskrank, das ist mein Format. Safe, 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 safe. Mach mal die 500 Likes für so ein krankes Video, weil ich glaube, 630 Euro werden schmerzen. Lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Wir sind ganz, ganz, ganz kurz davor, die 43.000 zu knacken. Deswegen, Leute, supportet noch mal ein bisschen. Pusht das Video mit den Kommentaren, Leute. Schreibt mir gerne rein, was ihr vom Account haltet. Das wird jetzt geisteskrank, ne, auf den Account zu gehen. Ich war schon drauf. Ich kenne den Münzkontostand, aber ich kenne noch lange nicht alle Spieler. Und ich sag mal so, ihr könnt euch freuen, der Münzkontostand ist sehr, sehr hoch. Ich würde sagen, Leute, ich habe euch genug voll gelabert, voll gequatscht. Wir gehen direkt rein in den Account. Ich zeige euch alles. Ich muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, ein bisschen zensieren, nicht, dass EA hier Auge macht und mir den Account bannen will. Aber wir gehen jetzt rein. Let's go. Leute, wir sind drin und ich zeige euch einmal direkt den Kontostand. Wir haben 13.138.658 Coins. Das ist komplett verrückt. Ey, ich hatte, glaube ich, noch nie in meiner FIFA-Karriere so viele Coins. Aber für den Preis, da musste das auf jeden Fall auch schon drauf sein. Wir gehen den ganzen Verein durch, Leute. Wir fangen mal an mit den Squad-Building-Challenges und schauen rein, was hier eventuell gemacht wurde oder nicht gemacht wurde. Ich sehe direkt schon Marcus Rashford fast abgeschlossen. Eine Challenge fehlt noch, das ist diese 86-Rated-Challenge. Aber ich denke, den werde ich nicht zu Ende machen. Wäre, glaube ich, eher unnötig. Kaká und Rooney auch beide fast abgeschlossen. Okay, das ist witzig. Aber werde ich wahrscheinlich auch nicht zu Ende bringen, auch wenn hier nur eine Challenge für Kaká Prime fehlt. Aber der ist wirklich nicht so geil. Oh, wir haben ja die Swaps gerade. Haben wir überhaupt Tauschdrucken? Ich gehe mal hier drauf auf das 81x11er. Wenn wir jetzt hier noch Tauschdrucken drauf haben, das wäre so geil. Aber da wurden gerade schon einige Spieler geliebt. Ich habe einen Van Dijk, Toti und einen Ramos gesehen. Aber das ist doch gar nicht unser Punkt gerade. Wir gucken erstmal rein in die Swaps-Token. Aber ich habe nur IV eingestellt. So, jetzt aber. Oh, 10? 20? Oh mein Gott, 26 Swaps-Token. Oh mein Gott. Prime-Icon-Spielerwahl wird geöffnet. Ich werde den 27. Token mir erschwitzen. Und dann werden wir das Prime-Icon-Pack aufmachen. Aber ansonsten, glaube ich, brauchen wir gar nicht weiter in die SBCs reinschauen. Gibt es noch was auf der Transferliste? Ein paar 83er, 82er, 80er, paar seltene Goldspieler. Aber sonst eigentlich nicht viel. Also hier sind noch so 10.000, 20.000 Münzen versteckt. Nicht mehr viel. Transfermarkt, wichtig. Geht der Transfermarkt? Suchen. Er funktioniert. Manchmal haben solche Accounts ja auch einen Bann. Hier, er funktioniert. Oha, 10.000 für Heyu Peng. Okay, das ist schon mal geil. Transfermarkt funktioniert auch. Dann gucken wir mal weiter. Wo können wir noch rein? Ziele. Hat der Ziele abgeschlossen? Sind Ziele am Laufen? Da bin ich mal gespannt. Hier ein Ziel abgeschlossen. Hier ein paar Ziele abgeschlossen. Aber jetzt nichts Weltbewegendes. Also der Account war scheinbar noch ein bisschen aktiv. Das gefällt mir auf jeden Fall. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr. Natürlich war der Account aktiv. Der hat 26 Swap-Token erspielt. Junge, das ist geisteskrank. Wir sind hiermit schon mal durch. Können wir auf die nächste Seite gehen? Spielen. So, wir sind in Moments drin und hier wurde ein bisschen was erspielt. Jetzt nicht sonderlich viel, aber hier wurde wahrscheinlich auch der Token erspielt. Yep. Der Token wurde auch hier erspielt. Alter Falter, das ist wirklich sehr geil. 26 Token wurden hier für mich erspielt. Ich muss das alles gar nicht selber machen. Das hätte 2 Tage, 3 Tage gedauert. Sehr geil. Squad Battles brauchen wir gar nicht reingucken. Vision Rivals. Bonus Upgrade sogar. Ey, wie geil. Der Typ hat für mich Bonus Upgrade erspielt. Rang 1, Division 2. Sehr geil. Können wir hier vielleicht noch aufsteigen auf krampfhaft? Vielleicht in Division 1? Ja. Wir haben noch einen Tag Zeit. Geil, geil, geil. Aber Season 4, ich weiß gar nicht, wie lange Season 4 schon läuft. Aber ich glaube noch gar nicht so lange. Haben wir schon mal die 20 von 20 abgeschlossen. 27 von 50. Und 27 von 90. Da müsste ich auch einfach eigentlich mal wieder reinschwitzen, dass ich ein bisschen mehr in Rivals spiele. Dass ich wieder besser werde, auch wenn ich die letzten Mal immer 19-1 geholt habe. Aber dass ich erstens besser werde und zweitens mal wieder mehr Packs bekomme. Division Rivals wurde abgecheckt. Für Champions auch schon qualifiziert. Es ist ein Träumchen. Wirklich, Leute. Es ist ein Träumchen. Also mit den Coins, da würde ich ganz gerne mal hier für Champions Quali spielen, um zu gucken, wie das so ist mit den Gegnern. Ob die dann nicht direkt Rage quitten, wenn die mein Team dann sehen bei 13 Millionen Münzen. Aber ich gehe davon aus, hier sind bestimmt noch ein paar geile Untrade-Spieler dabei. Mal gucken, vielleicht ist hier so ein goldener Mbappé,
Vielleicht so eine Jairzinho SBC. Quasi Van Dijk haben wir schon gesehen. Vielleicht ist der sogar tradable. Das könnte natürlich auch schon mal wild werden. Aber für Champions Quali ist schon mal mit dabei. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr geil. Für Freundschaftsspiele und sowas. Hier laufen sogar Drafts, die ich noch zocken kann. Zeig mal her, was hast du gebaut, Bro? Ja, super. Hat der mir hier einfach mal einen 119er Draft gebaut mit Rullet, Benze und Ginola auf der Bank. Geil, geil, geil. Leute, falls ich es nicht hinbekommen habe, das Ganze jetzt zu zeigen, wegen der Banngefahr und sowas, es sind auf jeden Fall 400.000 Münzen Spieleinnahmen und 19,5 Millionen Transfererlös. Das heißt nochmal 6 Millionen mehr. Ich bin gespannt, ob wir nochmal 6 Millionen Coins verkaufen können oder ob das Verlust ist einfach, was er gemacht hat. Mal gucken. Damit sind wir durch. Und wer mein letztes Video vom letzten Mal geguckt hat, in FIFA 22 war das, glaube ich, wo ich ein Fortnite? Wo ich einen FIFA-Account gekauft habe. Da haben wir es so gemacht, dass ich auf den Kader gegangen bin. Ich habe die Augen zugemacht und habe einfach R3 gedrückt, weil dann kommt man immer auf den Keeper und dann kann man einfach das Team durchgehen. So werden wir es jetzt auch machen, Leute. Ich werde das Ganze jetzt machen. Ich werde mir die Augen zuhalten und ihr auch. 3, 2, 1. R3. Ja, wir sind auf dem Keeper. Alisson. Ah, okay. Erste Goldkarte. Ich hoffe, hier kommen noch ein paar Special-Karten dazu. Ich bin jetzt gespannt. Also es wird höchstwahrscheinlich zu 99,9% ein Van Dijk-Pot hier auftauchen und zu 99,9% eine Ramos-SBC-Karte auftauchen. Die kosten allein schon zusammen 2,7 Millionen oder so. Zack. Nein. Walker normal? Oh mein Gott, okay, das ist jetzt schlecht. Wenn das jetzt so weitergeht, außer Van Dijk und Ramos, dann wäre ich sehr, sehr gebrochen. Nächster Spieler. 3, 2, 1. Potty Van Dijk, wie ich es gerade gesagt habe, der ist First Owner. Untradable. Ich bin sehr froh, wir haben Van Dijk Team of the Year. Sehr geil. Wir gehen zum nächsten. Hier kommt jetzt wahrscheinlich ein Ramos. Oh, Koulibaly. Koulibaly, Mané, Sané, Koulibaly. Okay, der kostet auch um die 500.000, 600.000 Münzen. Das ist geil. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Geht's mit Premier League weiter? Gehen wir in eine andere Liga? Linksverteidiger, come on. Irgendwas Geiles. Theo, Team of the Year. Was gibt's noch? Cap de Villa. Hero-Karte, komm. Bro. Ja, Theo. Aber nicht der Team of the Year. Aber ich glaube, der kostet auch noch so 700, 800k. Geil. Sehr geil, aber auch untauschbar. Bisher alle untauschbar. Ne? Bin ich mal gespannt, ob jetzt hier jeder antraden wird oder ob wir noch ein paar Coins verkaufen können. Gehen wir weiter. Auf die nächste Position. Pogba SBC. Sehr gut. Okay, bei den ganzen SBCs, die ja angefangen haben, Kaká, Rooney und was da noch war, Rashford und sowas, musste Pogba auch gemacht sein. Ja, und wir haben sogar die drei Chemie voll hier. Cool, okay, vielleicht kommt da noch ein bisschen Serie A, ein bisschen Frankreich auf uns zu. Bin ich gespannt. Es muss wahrscheinlich jetzt noch ein ZM kommen. Bin ich mal gespannt. Zidane! 94er Zidane! Oh mein Gott, der kostet doch 2 Millionen Münzen. Boah, was ein Brett-Mittelfeld. Das war immer mein Traum-Mittelfeld auf meinem Main-Account. Zidane und Pogba auf der 6. Geil. Beide mit 5 Sterne Skills. Geil, das ist einfach nur wild. Oh mein Gott. Zinedine Zidane. Guckt euch mal seine geisteskranken, gestörten Stats an. Es kann nur noch schlechter werden. Scheiße. Aber es kann auch besser werden. Komm, nächster Spieler. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, Bro. Johan Cruyff. Zidane. Cruyff. Van Dijk, Totti. Theo, Team of the Tournament. Koulibaly. Pogba. Bruder, ich bin komplett durch den Wind. Wie viel kostet der? Junge, der kostet einfach 2,4 Millionen Münzen. Ich werde nicht mehr, ne? Das ist ja mal geisteskrank. Ist das geisteskrank? Was spielen wir für eine Formation? ZOM? Kriegen wir jetzt noch ein ZOM? Wir gehen mal weiter. Jairzinho! Junge! Was ist das für ein Team? Jairzinho! Cruyff! Bruder, ich möchte gar nicht mehr aufzählen. Der kostet auch nochmal. Wie viel kostet der? 2 Millionen? Und wir haben noch zwei Positionen, wenn ich nicht ganz blöd bin. Wir haben, glaube ich, noch zwei Positionen. Der nächste könnte geil werden. Komm. L2 wird gedrückt. Mbappé! Play of the Month, Bruder! Der hat die SBCs ja alle komplett verrückt durchgerattert. Oh mein Gott. Und wer ist der Letzte? Ich muss direkt auf den Letzten gehen. Pires Totti-Icon! Oh mein Gott, Bro! Oh mein Gott, Bro! Was ist das bisher für ein Team? Den mit Mbappé im Sturm, Jairzinho Flügel, Vollflügel, geisteskrank. Okay, komm. Wir gehen mit einem L2 weiter und schauen, ob wir irgendwas noch auf der Bank haben oder ob wir bei Alisson wieder ankommen. Digga, es wird immer besser. Courtois, Totti auf der Bank? Die Natale Hero? Okay, ich möchte gar nicht jetzt so viel weiter talken. Wir gehen jetzt einfach weiter. Bale SBC auch mitgenommen.
Ramos SBC, da ist sie. Jawohl, ich wusste doch, ich habe ihn gesehen. So, zack, geil. Auch nochmal 600-700k. Groß SBC, sehr geil. Sehr, sehr geil. Weiter. Sanchez, Totti, Icon auch. Oh mein Gott. Robertson, Winter Wildcats, auch sehr geil. Mané, Rückblick, Team of the Year, auch wild. Und Timber, Elo Varane. Und da sind wir wieder bei Alisson. Junge, was ist das für ein mächtiges Squad? Ich werd bescheuert. Guckt euch mal das Squad an, das ist safe 10, 15, 20 Millionen Coins wert. Und dann haben wir hier noch eine Bank, die safe 5 bis 10 Millionen Coins wert ist. Oh mein Gott, Leute, jetzt kommt der Moment, wenn wir in den Verein gehen. Ob da noch mehr Spieler sind, die uns verzaubern werden, oder ob das hier wirklich alles ist. Wir gucken mal rein in den Verein. 3, 2, 1. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott! Messi, Player of the Month! Xabi Alonso, Totti, Icon, Salah, nochmal Zidane. Ich habe einfach zweimal Zidane im Verein. Stoichkov, Morientes, zweimal Pires im Verein. Auch wenn der Pires komplett Schrott ist. Guck mal an, 4-4. Gar nicht cool. Czech Prime, Casemiro und nochmal Mbappé. Ist irgendwer tradable? Ich muss gucken, ob irgendwer tradable ist. Messi natürlich nicht. Alonso natürlich auch nicht. Auch untauschbar, auch untauschbar, auch untauschbar. Untauschbar. Nein! Wir gehen weiter. Und es hört nicht auf. Wir haben so viele Icons. Hilfe. Van Persie, Di Maria, Schweinsteiger, Henri, Petri, Kaká, Petit. Die discarde ich jetzt erstmal hier. Leihspieler möchte ich gar nicht im Verein sehen. Alles untrade. Okay, komisch. Heftig. Hier wurden jetzt noch Yashin und Payet eingefügt. Ich wusste doch, hier müssen zwei Spieler nachkommen. Yashin, Payet. Oder es ist krank. Weiter geht's mit Marius, Neymar, Donnarumma, Mascherano, Kanté. Allein so ein Donnarumma kostet seine 150 bis 200.000 Münzen, ne? So ein Fabio Vieira kostet, glaube ich, auch seine 200.000 Münzen. Der kostet auch nochmal 150.000. Der hat auch 300.000 gekostet. Es ist krass. Es ist ganz krass. Es hört nicht auf. Bergwijn, Acuña, Fernandes. Hier nochmal ein Maldini mitgenommen. Politano. Hier wurde noch Jorginho hinzugefügt. Alter Falter. Das ist wirklich... Bruder, es hört nicht auf mit den Special-Karten. Hier haben wir nochmal Fofana. Paul, Essien. Einfach mal Leo Player of the Month noch am Chillen hier. Pavard, De Paul, Gravenbech, Bailly. Sehr geile Karte, Bailly. Ah, Rechtsverteidiger. Tavernier, Koundé, Vasquez. Bruder, es hört nicht auf. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen schneller hier durch. Das hört nicht auf mit den Special-Karten, ne? Oh mein Gott, hier noch so ein Seedorf-Baby am Chillen. Und dann wird es auch ein bisschen ruhiger, denke ich. Es sind immer noch 83er Inform, 20 Stück am Start. Oh mein Gott. Ist irgendwas davon tradable? Ich habe gar keine Ahnung. Die sind auch alle untauschbar, ne? Guck mal, wie viele Karten wir haben. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf, Leute. Leute, ich werde jetzt den gesamten Wert vom Club kurz ausrechnen und dann sehen wir uns gleich wieder und dann werden wir herausfinden, wie viel dieser Club wert ist. 13 Millionen Coins plus der Wert von den ganzen Spielern. Egal, ob tradable oder untradable, einfach nur der Wert vom gesamten Club. Leute, ohne Lügen, ich habe gerade jeden einzelnen bei Putbin eingegeben und habe mir den Preis aufgeschrieben. Das ist krass. Ich habe mir jeden einzelnen bis zum 84er circa aufgeschrieben. Das heißt, ich weiß den Preis und das ist wirklich gestört, ne? Also, Coins sind ja 13 Millionen drauf. Und ich war mit der Startelf, glaube ich, schon bei 30 Millionen. Also 15 Millionen hier diese Startelf und ein paar Spieler hier bei 35 Millionen oder so, 30 Millionen. Und insgesamt ist der Club einfach mal mit allen Spielern bis zu den 84ern 50 Millionen Coins wert. Lasst dafür auf jeden Fall ein Like da. 50 Millionen Coins ist dieser ganze Scheiß-Club wert. Ich werde viel Spaß haben in den SBBs. Es werden geile SBBs kommen, Leute. Es wird krank. Es wird sehr, sehr krank. Geile Formate, geile SBBs. Und Leute, mehr brauche ich euch, glaube ich, auch gar nicht vom Verein zeigen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt, wie gesagt, eure Tipps fürs Team in die Kommentare. Schreibt, was ihr für Aufnahmeformate sehen wollt. Schreibt, was ihr vom Account haltet. Ich bin für 600 € habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel bekommen. 630 € waren es sogar. Danke auf jeden Fall an jeden Einzelnen, der euch zugeschaut hat. Und ich würde sagen, Leute, ich bin raus. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.